Heute geht es wieder um das Thema Propagation bzw. Ausbreitungsbedingungen auf der kurzen Welle. In welchem Zustand befindet sich unsere Ionosphäre? Ich habe ja schon verschiedene Videos dazu gemacht, unter anderem auch ein Video zum Ionogramm und ein Video zum solaren Flux. Und das sind eigentlich so die zwei Kerndaten, die wir brauchen, um eine Aussage über die Ionosphäre schon mal treffen zu können. Heute zeige ich dir in dem Video, wo du die Daten findest und wie ich im Internet gucke, in welchem Zustand sich gerade die Ionosphäre befindet. Hallo, ich bin Michael, DL2YMR, und ich erstelle hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Wenn ihr mein Video gesehen habt vom DX Worldwide Contest in SSB, dann habt ihr ja gesehen, was zum Beispiel auf dem 20-Meter-Band oder auch auf dem 10-Meter-Band los war. Also das war schon Wahnsinn. Und das ist natürlich extrem davon abhängig, wie gut die Ausbreitungsbedingungen in unserer Atmosphäre derzeit sind. Das wiederum ist von vielen Werten abhängig, die ich im Internet sehen kann. Zum Beispiel den solaren Flux, die Sonnenflecken-Relativzahl, den K-Wert, den A-Wert, um jetzt hier einfach mal die wichtigsten zu nennen. Ich habe mir einen Shortcut erstellt, mit dem ich den Chrome-Browser aufrufe, und der geht sofort in verschiedene Seiten, die für mich für die Beurteilung der DX-Bedingungen wichtig sind. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Gestartet wird das hier mit dem ersten Tab, und zwar sieht man hier ein Ionogramm, und zwar das aktuelle Ionogramm von Julius Ruh. Darüber habe ich ja auch schon mal in einem Video berichtet. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt, dass die MUF bei 18,12 MHz liegt. Das ist halt die Maximal Usable Frequency, also die höchste Frequenz, auf der ich derzeit arbeiten kann. Und ja, vorhin war auch das 10-Meter-Band mal offen. Da ging es fast bis 28 MHz hier mit der MUF. Und ja, das ist jetzt allerdings etwas zurückgegangen wieder. Also hier sehe ich dann immer, in welchem Zustand sich die Ionosphäre befindet, wie hoch die F-Schicht ist, wie groß die maximale Frequenz ist, die ich benutzen kann. Und dann kann ich auch schon hier auf das zweite Tab gehen. Und hier habe ich die Propagation von dx.qsl.net. Und hier habe ich alle für mich relevanten Daten nochmal auf einer Seite. Und zwar ist das hier der solare Flux. Derzeit mit 93, der A- und der K-Wert, die mir eine Information geben, in welchem Zustand sich das Erdmagnetfeld befindet, ob da irgendwelche geomagnetischen Stürme sind oder so, die das, die Ausbreitungsbedingungen dann auch wieder beeinflussen können. Hier unten sehe ich die Geschwindigkeit des solaren Windes, des Sonnenstromes, und das sagt mir einfach, mit welcher Geschwindigkeit und in welcher Dichte die Protonen im Moment von der Sonne angeflogen kommen. Ja, die Geschwindigkeit geht rauf, wenn irgendwelche besonderen Ereignisse auf der Sonne stattgefunden haben, wie zum Beispiel koronale Massenauswürfe. Hier weiter runter sehe ich jetzt nochmal den solaren Flux. Und hier unten sehe ich die Vorhersage für die nächsten Tage. Also heute ist der 6. November, morgen am 7. und übermorgen am 8. sieht es dann entsprechend so aus. Der solare Flux geht hier etwas zurück und auch das Magnetfeld wird hier etwas ruhiger wieder. Ja, dann habe ich hier nochmal, hier gibt es einen kleinen Text nochmal dazu zu den einzelnen Daten. Und hier dann entsprechend, ob Ereignisse auf der Sonne stattgefunden haben, irgendwelche Flares zum Beispiel, also Auswürfe aus der Sonne. Hier unten sehe ich nochmal die Sonnenflecken-Relativzahl, die im Moment bei 40 ist. Wenn wir mal gucken beim Contest, wo am letzten Wochenende, da war sie bei 83, die Sonnenflecken-Relativzahl, da hatten wir auch einen Flux, ich glaube sogar über 100. Und ja, da öffnete natürlich super das 10-Meter-Band. Und dann sind da auch relativ einfach mit wenig Aufwand und kleinen Antennen Verbindungen auf andere Kontinente möglich. Ja, hier unten gibt es dann nochmal Informationen zu Aurora und zur aktuellen Grey Line. Ja, weiter geht es dann hier zu DR2W, Delta
romeo2whisky.de. Ja, und das ist eine fantastische Seite. Hier wird auf Basis von Daten und Berechnungstools von VOACAP, was ja bekannt ist, Voice of America, werden hier Ausbreitungsvorhersagen errechnet. Und das ist richtig gut, wenn wir uns das mal angucken. Also ich gehe mal jetzt hier, oder wir fangen mal hier oben an mit dem QTH. Ich befinde mich in Europa. Wir können das auch für Afrika, Nordamerika, Südamerika, Asien und auch Australien machen und sehen, wie sich dort am Standort derzeit die Ausbreitungsbedingungen darstellen. Ich gehe aber hier mal wieder auf Europa und auf das 15-Meter-Band. Und hier sehen wir, je roter das ist und je dunkelroter das ist, desto wahrscheinlicher sind Funkverbindungen in diese Region möglich. Das ist natürlich wieder abhängig von der MUF, von der Maximal Usable Frequency, ob das dann in dem Band überhaupt geht. Aber wenn das Band geht, dann sind die Ausbreitungsbedingungen vermutlich oder sind so zu erwarten, wie es hier dargestellt wird. Ich kann mir hier auch noch eine kleine Animation angucken. Wenn ich hier auf Animation gehe und dann sehe ich, das fängt also hier bei 2, also bei 0 UTC an und geht dann über den ganzen Tag und ich sehe hier, wie mit Einstrahlung der Sonne die Ausbreitungsbedingungen auf den einzelnen Bändern dann letztendlich besser werden. Also hier im Tagesverlauf. Und was ganz interessant ist, was man hier auch sehen kann, dass sich das 80 Meter Band komplett anders verhält. Zum Beispiel, also wenn wir hier starten, dann ist es nachts und das 80 Meter Band zeigt richtig gute Ausbreitungsbedingungen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel zur Mittagszeit gucken, da ist das Band ja fast tot, weil die Sonne lädt die D-Schicht auf und die D-Schicht wirkt dämpfend für Frequenzen, die im 80 Meter Band liegen. Ja, hier kann ich aber wieder auf Single Image und kann mir den Zustand der Ionosphäre bzw. die möglichen Ausbreitungsbedingungen zum jetzigen Zeitpunkt, wir sehen hier 14 Uhr UTC, das ist 15 Uhr Ortszeit und dann kann ich mir, also meine Ortszeit, und dann kann ich mir hier angucken, was hier im Moment geht. Ja, das ist eine ganz tolle Seite. Guckt da mal drauf, da könnt ihr mal so Szenarien durchspielen und dann seht ihr, zu welcher Uhrzeit es auf welchem Band dann in welche Richtung geht. Ja, der nächste Tab ist dann von WM7D, also Whiskey Mike 7 Delta. Hier gucke ich einmal so rüber, hier sehe ich zum Beispiel den solaren X-Ray-Flux und hier sieht man auch, ob irgendwelche Flares auf der Sonne stattgefunden haben. Und ja, für mehr benutze ich diese Seite eigentlich nicht. Ja, und jetzt kommen wir mal zu der eben versprochenen Seite von der Voice of America. Also da kann man dann auch hin, das ist voacap.com. Und hier kann ich mir eine Verbindung zusammenbauen. Zum Beispiel, ich bin jetzt mal hier das blaue Piktogramm und ich bin hier ungefähr in Deutschland und ich möchte jetzt eine Verbindung hier nach Brasilien machen und mein Funkfreund, der sitzt ungefähr hier und jetzt möchte ich wissen, wann und wie kann ich denn dort am besten eine Funkverbindung zu ihm aufbauen. Dann gehe ich einfach mal hier, stellen wir das vor ein, ich mache CW 100 Watt und ja, die anderen Sachen lasse ich jetzt mal so stehen. Und dann kann ich hier unten auswählen, was ich da sehen möchte. Wir gehen das jetzt nicht alles durch, das könnt ihr euch in Ruhe mal angucken. Das Wichtigste ist eigentlich der erste Punkt hier, Band bei Band. Und wenn ich da draufklicke, dann kriege ich hier eine schöne Information mit einer Grafik sogar, wann das jetzt von Deutschland nach Brasilien am besten geht. Und hier sehen wir hier auch wieder, wo es rot ist. Das ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbindung stattfinden kann. Das ist der Short Skip, also die kurze Verbindung auf der Erde. Es gibt ja auch immer noch eine lange Verbindung, die geht den Weg andersrum um die Erde. Wir betrachten hier aber mal den Short Skip. Und demnach ist es hier am besten ab 9 Uhr UTC. Hier auf 15 Meter, 17 Meter, 20 Meter. Da müssen wir natürlich gucken, welche Bänder geöffnet sind. Das ist keine Garantie dafür, dass die Bänder auch offen sind. Und ja, wenn wir dann in der Uhrzeit fortschreiten, 10, 11, 12, 13 Uhr, dann ist hier das 12 Meter Band das Band, wo die Verbindung dann am wahrscheinlichsten funktionieren kann, wenn das Band geöffnet ist. Ja, diese Seite, die hat also unheimlich viel Potenzial zum Experimentieren. Da müsst ihr mal gucken. Also das ist echt hochinteressant. Da könnt ihr euch alles angucken. Könnt ihr auch gucken, wann ist denn eine Verbindung nach, weiß ich nicht, Australien am besten möglich. Gehen hier wieder auf die
auf das Berechnungstool und kriegen auch hier eine Auswertung, wann das am besten nach Australien geht. Die letzte Seite, die ich hier noch drin habe, ist spaceweather.com und hier hat man auch noch mal alle möglichen Informationen, die im Moment relevant sind. Hier kriegt man auch noch mal Bilder von der Sonne und hier gibt es immer noch kleine Texte über Dinge, die im Weltraum, in der Ionosphäre und ja halt zu allen Themen, mit der sich diese Seite beschäftigt, relevant sind. Auch ganz interessant, wenn du Englisch kannst, guck da mal drauf. Also wirklich, wirklich eine interessante und gute Seite. Ja, das sind die Seiten, von denen ich mir die Informationen hole über die derzeitigen Ausbreitungsbedingungen bzw. möglichen Funkverbindungswege auf der Kurzwelle. Ja, ich hoffe, das Thema war jetzt nicht zu trocken für dich. Du hast Spaß gehabt und ja, guck dir das einfach mal an auf den Seiten, wo ich mich hier rumtreibe und ja, vielleicht sind die ja auch für dich sehr hilfreich, die Seiten. Ja, und wenn dir das Video hier wieder gefallen hat, dann gib mir doch bitte wieder einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt.